Russland wird ausspioniert. Eine Sicherheitsfirma hat hochkomplexe Spy-Software entdeckt. Ich bin Nadine und das ist der Was geht ab Short. Die Sicherheitsfirma Symantec hat eine neue hochentwickelte Spionagesoftware entdeckt, die wohl über Jahre hinweg vor allem Computer in Russland und Saudi-Arabien ausgespäht haben soll. Symantec hat der Software den Namen Regin gegeben. Weil der Trojaner sehr komplex ist, glaubt Symantec, dass als Auftraggeber von Regin nur die Geheimdienste von den Staaten wie den USA, China oder Israel in Frage kommen. Die Entwicklung des Programms hat vermutlich mehrere Jahre gedauert. Wer wirklich hinter dem Programm steckt, ist aber noch unklar. Die Sicherheitsfirma hat herausgefunden, dass eine erste Version von Regin von 2008 bis 2011 aktiv war und 2013 eine neue Version der Spy-Software auftauchte. Vermutlich gibt es aber noch mehr Versionen, die noch nicht entdeckt wurden. Regin ist so programmiert, dass das Programm lange Zeit unentdeckt bleibt. Es ist auf 5 Stufen aufgebaut, von der nur die erste überhaupt aufgespürt werden kann. Durch diesen mehrstufigen Aufbau ist es schwierig herauszufinden, was die Software eigentlich alles kann. Was man bereits weiß, ist, dass Regin Screenshots macht, Passwörter stiehlt, den Datenverkehr überwacht und gelöschte Daten wiederherstellt. Die Software verschlüsselt die geklauten Daten und übermittelt diese dann an den Spionageauftraggeber. Anhand dieser Datenübermittlung kann das Programm auch entdeckt werden. Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass das Programm noch viele weitere Funktionen hat, die aber noch erst entschlüsselt werden müssen. Rund die Hälfte aller infizierten Rechner gehörten Privatpersonen oder kleineren Firmen. Außerdem wurden Behörden, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Fluggesellschaften, die Energiebranche und Hotels ausgespäht. Jede vierte Infektion betraf Betreiber von Telekommunikationsnetzwerken, wodurch die Angreifer teilweise Zugriff auf Verbindungsdaten bekommen haben. Die Spy-Software Regin wurde bislang in 10 Ländern entdeckt. Am häufigsten waren Rechner in Russland betroffen. An zweiter Stelle folgte Saudi-Arabien. Es waren außerdem Computer in Irland, Mexiko, Indien, Afghanistan, Iran, Belgien, Österreich und Pakistan betroffen. Vermutlich wurden die Computer mit Regin infiziert, indem bekannte Webseiten nachgebaut wurden und die Schadsoftware über den Browser oder Apps auf dem Computer installiert wurden. Bei Regin handelt es sich um einen Backdoor-Trojaner. Trojaner sind scheinbar harmlose Programme, die sich als nützliche Anwendung tarnen, in Wirklichkeit aber schädliche Programme auf dem Computer einschleusen. Das können Viren, Würmer oder andere Spy-Software sein, die dann Daten zum Beispiel wie Passwörter auslesen und an den Angreifer senden. Bei Backdoor-Trojanern werden Hintergrundprogramme auf dem PC installiert, durch die der Angreifer dann auf den Rechner zugreifen kann, wenn dieser im Internet ist. Auch wenn der Trojaner gelöscht wird, können die Hintergrundprogramme weiter aktiv bleiben. Der Backdoor-Trojaner erinnert in seiner Komplexität an frühere Schadsoftware wie zum Beispiel den Superwurm Stuxnet. Stuxnet wurde 2010 entdeckt und ist eines der ausgefeiltesten Schadensprogramme, die je geschrieben wurden. Es verbreitet sich über USB-Sticks, was bedeutet, dass auch Computer infiziert werden können, die keinen Internetzugang haben. Der Stuxnet-Wurm wurde entwickelt, um damit ein bestimmtes System namens Symantec S7 der Firma Siemens anzugreifen. Das wurde genutzt, um Steuersysteme von Industrieanlagen zu kontrollieren. Der Wurm infizierte über 50.000 Windows-Computer. Experten sind sich aber sicher, dass der Wurm geschrieben wurde, um ganz bestimmte Steuersysteme zu beeinflussen, da die Schadenssoftware auf normalen Rechnern keinen Schaden anrichtete. Die Stuxnet-Software ist so komplex, dass Experten davon ausgehen, dass zwischen 8 und 10 Programmierern 6 Monate daran geschrieben haben, die sich sehr gut mit dem Siemens-Zielsystem auskannten. Wer auch immer Stuxnet entwickeln ließ, ließ dafür also eine Menge Geld ausgeben. Die Analyse ergab, dass sich die meisten Computer, die mit Stuxnet infiziert waren, im Iran befanden. Deshalb wurde vermutet, dass der Wurm programmiert wurde, um iranische Atomanlagen zu sabotieren. Beweise dafür gibt es allerdings keine. 2012 wurde dann ein weiteres sehr komplexes Computervirus namens Flame entdeckt, das tausende Rechner im Nahen Osten überwacht haben soll. Flame soll Gespräche belauscht, Dateien übertragen und Chats protokolliert haben. Der Virus besteht aus 20 verschiedenen Plugins und einzelne Softwaremodule können ausgetauscht werden, um zielgenau bestimmte Funktionen zu ermöglichen. Der Virus kann sozusagen geupdatet werden. Experten vermuten, dass Flame nicht von den gleichen Entwicklern wie Stuxnet entwickelt wurde. Allerdings haben alle eine bestimmte Sicherheitslücke ausgenutzt. Alle Schadprogramme, Stuxnet, Flame und auch Regin sind nicht dazu da, um schnell Geld zu machen. Sie wurden auch nicht dazu entwickelt, um zum Beispiel Daten fürs Online-Banking auszuspähen. Sie sind so komplex, dass die Entwicklung sehr teuer gewesen sein muss und deshalb wahrscheinlich von reichen Industriestaaten in Auftrag gegeben wurden. Bei keiner der Schadsoftware ist aber bislang bekannt, wer der Auftraggeber war. Hacker im Iran, die das US-Militär ausspionieren, darum geht's hier und ein besonders gefährliches WLAN-Virus könnt ihr hier sehen. Was meint ihr, wer steckt hinter Regin und was wollen die Auftraggeber damit bezwecken? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Ich bin für heute raus. Bis dahin, ciao.